Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Herzlich willkommen bei Frischmärt, der Sendung von Coop, wo Sie einmal im Monat über ein aktuelles Frischprodukt informiert. Nach verschiedenen Saisongemüse, dem Fleisch und dem Käse ist heute das Produkt an der Reihe, wo man schon von Weitem an seinem wunderbaren Duft erkennt, das Brot. Mit ofenfrischem Weiss- und Halbweissbrot, verschiedenen Vollkornbrot, Spezialitäten aus den Regionen und dem Biobrot von Coop Naturaplan erwartet Sie bei Coop jeden Tag einen gut gefüllten Brotkorb. Damit diese Sortenvielfalt aber bewältigt werden kann, braucht es einiges an Anstrengung. Wenn andere ins Bett gehen, dann legen unsere Bäcker darum eine Nachtschicht ein und mischen Zutaten für den Teig. Mehl, Hefe, Salz und Wasser, je nach Rezept und Sorte. Knetet wird natürlich nicht mehr von Hand, das kann eine Maschine schneller und ringer. Auch portioniert wird automatisch, jede Sorte genau abgewogen und in die gewünschte Form gebracht. Dann kommen die Teiglinge für eine gute Stunde im Vorgärschrank. Der Teig ist aufgegangen. Fürs Einschneiden, Zöpfen oder Formen braucht es wieder geschickte Hände, bevor die Laib auf die Reis durch die Öfen geschickt werden. Es ist soweit, die erste Schicht kommt aus dem Ofen. Wie das schmeckt. Da wird das Brot verpackt und für die verschiedenen Verkaufsstellen parat gemacht. Dann bringt es den Camion sicher und auf dem schnellsten Weg zu ihrem nächsten Coop-Laden. Und pünktlich, wenn der Laden aufmacht, findet sie es im Gestell. Neben den Weckli und den Gipfeli und allen anderen duftenden Gebäck. Auch im Laufe des Tages wird übrigens frisches Brot nachgeliefert. Und in vielen Läden sorgt man mit eigenen Backöfen laufend für Nachschub, damit es nicht nur zum Morgen und zum 9 Uhr, sondern auch noch zum 4 Uhr und zum Nacht genügend ofenfrisches, knuspriges Brot hat. Ja, und damit ist es jetzt Zeit für den Armin Amrain. Er hat uns heute ein ganz einfaches, aber absolut köstliches Rezept mitgebracht. Es ist etwas, was man leider viel zu wenig macht, eine Brotsuppe. Das stimmt. Ich habe auch schon lange keine mehr gehabt. Brot oder Brötli? Ich habe hier zwei Naturaplan Haferkleienbrötli genommen, in Würfel geschnitten und in einer Bouillon einweichen. Dann kommt es jetzt hier ausnahmsweise mal nicht so auf die Frische drauf an. Kann man auch Reste nehmen? Auf jeden Fall. Mir ist sogar lieber, wenn das Brot nicht allzu frisch ist. So, jetzt den gehackte Zwiebeln und pressten Knoblauch im Olivenöl andämpfen. Weisswein dazugiessen, dann das Brot mitsamt der Bouillon, Steinpilz. Wie gewohnt vorher einweichen und dann abtropfen. Richtig. Und den Halbrand dazugeben und 5 Minuten köcheln. Vor dem Servieren einen Becher Creme Fraiche beifügen, alles pürieren und mit Thymian, Salz und Pfeffer würzen. Dann in den Teller anrichten und mit ein paar braunbrotenen Champignons und dem restlichen Creme Fraiche garnieren. Rustikale Brotsuppe mit Pilz. Lustig wie immer, danke Armin. Weitere Brotrezepte finden Sie übrigens auch im Buch «Köstliche Brotgerichte» von Betty Bossi, wo Sie mit dem Coupon aus der Beilage der Coop-Zeitung dieser Woche können bestellen können. Immer mehr Brot in unseren Läden kommt jetzt von Coop Naturaplan. Hergestellt mit vollwertigem Getreide aus biologischer Landwirtschaft. Die Auswahl wird laufend grösser und man hat normalerweise die Wahl zwischen mindestens 12 Varianten. Sogar uralte Sorten werden neu entdeckt, wie zum Beispiel das Kamutbrot, das schon den Pharaonen im alten Ägypten vor 3000 Jahren bekannt war. Auch raffinierte Körperpflege und hochstehende Technik war den alten Ägyptern bekannt. Von Errungenschaften wie dem Rasiersystem von Gillette haben sie allerdings nur träumen. Der Aufbruch in eine neue Welt. Macht 3 von Gillette. Das erste Dreiklingen-Rasiersystem. 3 Klingen. Stufenweise ausgerichtet, um sich Ihrem Bart schrittweise zu nähern. Sie machen einen Zug, er macht 3. Sie müssen dieselbe Stelle weniger nachrasieren. Das bedeutet weniger Hautirritation. 3 Klingen. Weniger Züge. Weniger Hautirritation. Macht 3 von Gillette. Zum Schluss wie immer der Hinweis auf ein paar besonders interessante Aktionen. Satsumas Mandarine im Netz an 2 Kilo kostet 2,70. Fixis Unisex Ultra 3 oder Extra Class offerieren wir Ihnen als 3 für 2, 22 Franken günstiger. Mit der GoProfit-Karte gibt es 5 Pakete Kambli-Brätzeli, 5 Franken günstiger, denn Sie wissen ja, GoProfit Plus, vorzeigen, sofort profitieren. So viel für heute aus dem Coop-Studio. Alles über Pure Jeans, die neue Exklusivmarke von Coop, erfahren Sie dann am nächsten Mittwoch. Ich hoffe, Sie sind dann auch wieder dabei. Danke fürs Zuschauen und auf Wiedersehen.